Servus zusammen, Leute, Joris von GSP Airsoft. Frohes neues Jahr wünsche ich euch erstmal. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. 2017 liegt jetzt hinter uns, ein doch sehr erfolgreiches Jahr für GSP Airsoft natürlich und generell, denke ich mal, für den gesamten Airsoft-Sport-Hobby, wie man es auch sagen möchte. Wir beginnen dieses Jahr diesmal mit mir und einem doch Special-Video. Ich dachte mir, Joris, du könntest mal wieder deine Airsoft-Sammlung vorstellen. Das interessiert bestimmt ein paar Leute. Oh, hell no! Dann auch mal auf Instagram gefragt, Leute, wie sieht's aus? Mal wieder die Sammlung vorstellen. Die letzte Sammlung liegt 2 Jahre zurück, vielleicht sogar ein bisschen länger, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und ja, jetzt haben wir 2018, es ist wieder einiges dazugekommen, aber auch einiges, was mich verlassen hat. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den kleinen süßen Pistolen an. Davon habe ich wirklich nicht viele, 2 Stück oder so. Generell die komplette Sammlung sehr AR-15-lastig, ja, weil das einfach meine Favorite-Waffen sind. Wir sehen, die Kamera steht ein bisschen weiter hinten, Mikrofon hier vorne und auf dem Tisch ist so ein bisschen Platz. Wird eng gleich auf jeden Fall. Viele werden bestimmt auch wieder ankommen. Ja, ich habe doch viel mehr. Das ist mir aber egal. Ich möchte euch jetzt einfach mal meine, ja, 10, 11, 12, 13 Waffen vorstellen, die ich im Moment so bei mir habe. Und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Fangen wir an. Let's do this. So, als erstes habe ich euch eine kleine Pistole mitgebracht, die mich wirklich schon sehr lange begleitet. Meine Backup-Waffe. Die rein optisch gesehen wirklich hässlich ist, die ich damals angesprüht habe, was wirklich der größte Fehler in meinem Leben war. Gut, jetzt ist es so, jetzt sieht sie so aus. Ist eine KWA G17. Wirklich super Waffe. Lässt mich wirklich selten im Stich. Und dann habe ich noch für euch mitgebracht hier die SRU PDW P3. Klappschaft dran. Beides natürlich GBB Pistolen. Hier noch mit dem SRU-Kit. Das Kit komplett hier von SRU ist im 3D-Drucker entstanden. Review habe ich auch schon rausgehauen und ja, der Kick vom Schlitten ist hierbei wirklich krass. Ja, so, das war es eigentlich auch schon zu den 2 Pistolen, die ich so bei mir habe. Machen wir weiter. Ja, als nächstes eine Soft-Air, die rein vom Äußeren wirklich nicht, ja, ansprechend schön ist. Aber trotzdem die Technik im Inneren mit der elektronischen Trigger-Unit doch überzeugt. Ladies und Gentlemen, die G&G Armament ARP9. Review, muss ich euch leider sagen, wird sich noch ein bisschen hinziehen. Ups. Aber hier wirklich für den Preis bekommt man einiges. Allerdings nicht so eine schöne Optik. Ich habe schon mal gesagt, mir gefällt einfach dieses Stangenmagazin nicht. Ist aber ein anderes Thema. Also, wir haben hier die G&G Armament ARP9. Lege ich mal hin. Herzlich willkommen. Machen wir weiter. Als nächstes eine Soft-Air, die auch schon etwas länger in meinem Besitz ist. Jetzt wird schon etwas größer. Ich präsentiere die VFC HK416 Next Gen CQB. Ja, das war jetzt eine lange Bezeichnung, ist aber so. VFC typisch, Verarbeitung wirklich klasse, das Innenleben, die Gen 2, es hat sich einiges gebessert bei VFC, vorne noch der enge Forward Grip, hier oben noch ein Z-Side muss das, oder steht auch hier, Z-Side, eine Optik drauf, allerdings das Teil wird von mir nicht mehr bespielt, wir sehen hier gehört eigentlich noch ein Schalldämpfer drauf, der ist abgeschraubt, keine Ahnung, wo der ist, und ja, ist ein schönes Ding, Review findet ihr natürlich auch bei uns. So, die bringen wir mal hier. Machen wir weiter. Achso, das 416, falls ich es nicht erwähnt habe, das war jetzt eine SAG, ja. So, dann als nächstes kommen wir zu einer GBB, auch von VFC. Und zwar ist das die VFC Saber mit dem QRS-Stock, dem Quick Release Stock müsste die Bezeichnung sein. Keymod Rail vorne, habe ich auch schon ein bisschen was angebracht, nichts Schönes. Wird auch nicht mehr von mir bespielt, liegt eigentlich nur hier daheim. Gut, weiter geht's. Kommen wir jetzt auch sofort zu einem meiner teuersten Stücke in der Sammlung, auch von VFC. Ich hoffe, man kann es so einigermaßen sehen. Ja, das ist die VFC HK417D.
Wie wir sehen, vergrößertes Magazin. Das Ganze hier natürlich im reellen Kaliber 7.62. Verlängerter Lauf, verlängerte Top Rail, generell das System hier, das Schienensystem, generell etwas länger, da Sniper-Version, ja. Kostet, ich weiß gar nicht, hat um die 700 Euro gekostet, Short dort drauf geknallt und ab geht's. Das 417 SAEG. Scheiße, du störst, du bist ganz schön lang. Sagt meine Freundin auch immer. So, machen wir weiter. Ich möchte euch jetzt einmal vorwarnen. Bitte erschreckt euch nicht, denn jetzt wird's ziemlich krass. Leute, ich darf präsentieren das AUG A3 von APS. Hier kann man wirklich sagen, das sieht aus wie eine Spielzeugwaffe. Damals von dem guten Basti von uns gepaintet. Ausgefallener Paintjob. Ja, ist mal was anderes. Sieht man nicht auf jedem Feld. Wobei, das Ding werde ich auch niemals mit aufs Feld nehmen, weil das, ja, da wirst du aus einem Kilometer immer noch gesehen. Weil die leuchtet auch so leicht. Also hier ein wirklich krasser Paintjob. Hier noch mit GSP-Logo drauf. Das sieht man allerdings schlecht. Ich habe das Ding noch signiert. Ich weiß gar nicht, ob wir die damals noch verlosen wollten. Keine Ahnung. Wird allerdings von mir nicht mehr bespielt. SAEG A3 Version. Hier so ein bisschen Tactical. Ja, ne? Viele, viele Rails hier angebracht. Schalldämpfer. Und ja, das zu dem Teil. Ja, wie ich es eben schon erwähnt habe, nochmal ein AUG-Modell. Wo ich wirklich sagen muss, hier hat sich der YouTuber-Bonus mal so ein bisschen ausgezahlt. Aus dem Nachbarort, Video habt ihr vielleicht gesehen, der gute Mann hat mich angeschrieben. Du, ich bin gerade am Ausräumen von der Wohnung und ich habe da was gefunden. Willst du ihn nicht haben? Ich so, ja, vorbeigefahren. Und da hat er mir das gute Stück hier präsentiert. Das ist das AUG A2 von Tokyo Marui. Allein schon, als ich Tokyo Marui gehört habe, ich so, da muss ich hin. Da muss ich hin. Ja, und dann habe ich sie mir geholt, angeguckt. Schönes Teil. Wurde kaum bespielt, also sieht noch wirklich wie neu aus, außer hier vorne dieser Handgriff, der auch zum Ausklappen war, der ist leider nicht mehr vorhanden, oder eher gesagt, der ist abgebrochen. Aber noch wirklich gut erhalten und funktioniert auch noch. Ja, A2 Version, wir sehen, wir können hier selber eine Optik drauf machen und ja, schönes Gerät auf jeden Fall. Okay, next. Hier jetzt eine Waffe, die mich auch schon mein gut gesamtes Airsoft-Leben fast begleitet. Und zwar hier das Ares G36. Mit dem EBB, also mit dem elektrischen Blowback, habe ich allerdings damals ausgebaut, weil es einfach zu viel Akku gezogen hat. Ja, elektrisch natürlich SAEG betrieben, leistet gut 1,4 Joule und ja, eigentlich nichts Besonderes. Aber die G36 Waffen, die sterben glaube ich auch aus so ein bisschen auf dem Spielfeld, oder bin ich mir da jetzt völlig, weil ich habe schon lange keine mehr gesehen. Und ja, das ist so. Hatte ja früher jeder, ne, G36. Gut, machen wir weiter. Kommen wir nun zu meiner aktuellen Spielerwaffe, die ich benutze, wenn ich mal wegfahre. Ansonsten spiele ich auch sehr gerne die ARP9. Aber hier haben wir jetzt ein weiteres Modell von Ares. Komplett nackt, hier ist nichts dran. Sei es von außen oder von innen, hier wurde nichts dran gemacht. Out of the box, wirklich sehr gut spielbar. Und zwar das Ares Octa Arms KM13. Ist die vorletzte Stufe. Ich meine, es gibt noch die KM14, 15 oder 16, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier schon eine der längeren Waffen. Octa Arms, klar, Ares, EFCS, Electronic Firing Control System verbaut. Wirklich eine super Waffe, mit der ich sowas von zufrieden bin. Deswegen spiele ich die auch immer noch. Hatte ich auch mit auf der DE5. Hat mich dort auch nicht im Stich gelassen. Was mich allerdings gestört hat, ist der Schaft, da hier massig gespart wurde. Ja, das ist wirklich das billigste Ding, was es auf dem Markt gibt. Aber hier so bekommt ihr die auch, out of the box, ja. Schön, SAEG natürlich. Dann machen wir jetzt weiter. Als nächstes eine Software, die eigentlich nahezu jeder GSP-Zuschauer schon mal gesehen hat oder kennt. Eine meiner Lieblingswaffen, wonach ich mir dann auch mein Ares Octa Arms gekauft habe. Das Vorgängermodell hier in der GSP-Version. Ladies and Gentlemen, wir legen die mal hin. Mein Ares Amöba.
Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Modellbezeichnung hier lautet, weil die Ares-Waffen haben so krasse Bezeichnungen. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste jetzt googeln. Auf jeden Fall hier Ares Amöba, auch mit dem EFCS. Eine Waffe, die mich bis heute noch nicht im Stich lässt. Hin und wieder spiele ich sie auch mal, obwohl ich gesagt habe, ich möchte hier eigentlich gar nichts mehr mitmachen. Weil das Teil erinnert mich einfach an die Anfangszeit von GSP. Hier noch, 2014 habe ich die noch gespielt. Und jetzt wird sie nur noch hin und wieder mal genutzt, wenn ich mal Lust habe. Oder ich nehme sie halt mit auf irgendwelche Events, präsentiere das Ding einfach. Und ja, ist ein wirklich schönes Gerät. Achso, die Optik hier oben drauf, nimmt das nicht zu ernst. Ich habe nur jetzt nichts anderes da. Ich bin generell ein Mensch, der wirklich wenig Optiken hat. Und der meist von anderen Waffen eine runterschraubt und die dann auf die aktuelle drauf macht. Schön. So, als letztes dann jetzt noch eine, ja, mit der längsten hier auf dem Tisch. Wobei das 417 ist, glaube ich, noch ein bisschen länger. Und zwar haben wir hier das Action Army AAC 21 Gas Sniper Rifle. Ja, ich würde sagen, wirklich kein Model. Aber es lässt sich doch gut spielen aufgrund des Gassystems. Also da, die Magazine werden wie bei einer GBB einfach mit Gas befüllt. Und jetzt schaut mal auf den Hahn, das ist nämlich auch das Besondere hier dran. Ja, der Repetiervorgang geht hier mit dem kleinen Finger. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die leistet. Ja, also das ist wirklich ein schönes Teil, aber wird von mir eigentlich auch nicht mehr bespielt. Generell Scharfschütze. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich das gemacht, aber das hat mir dann nicht so gelegen und da habe ich es dann einfach gelassen. Ne? So. Ja, der Wert der Waffen. Boah, Neuwert. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Das 417 schon fast 800. 1000. Octa-Arms fast 600 Euro. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibe ich es mal ungefähr hier in die Kommentare rein, aber es ist schon viel. Es ist schon ein schöner Kleinwagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Ich habe jetzt auch lange genug gelabert. Das war's von mir. Joris, GSP Airsoft, ich wünsche euch noch ein erfolgreiches Jahr 2018. Macht's gut.